bei der Forest, in dem kleinen Wäldchen, mit den drei Sympathisanten. Nein, das stimmt ja gar nicht. Mit den zwei Sympathisanten, denn ich bin ja der Chef von dem Ganzen. Ach so. mit der Ela und dem Bocke. Guten Tag. Und mit dem Chef natürlich, was auch sonst, ne? Ist ja ganz klar. Gibt dir gleich Chef. El Presidente. Genau, El Presidente, ganz genau. Soll ich mir einen Fuß hacken? Soll ich dir meinen Fuß schießen? Wo sind deine Hasenschuhe? Ja, genau. Okay. Ja, wir mussten leider neu anfangen. Also, was heißt neu anfangen? Hier in unserer Basis neu anfangen, denn... Wie lustig das aussieht, dass Ela hier ihre Zähne vorne an der Klinge dran kleben hat. Ja. Das sieht man da jetzt auch. Benimm dich, sonst landen deine da auch. Das sieht ziemlich abartig aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wobei, es sind nicht meine, ja? Also ja, nicht ihre Zähne. Also, ja, überhaupt die Zähne. Egal, wir haben Ismo unterbrochen. Ja, ja, wie hätte es auch anders sein sollen? Das Spiel ist mal wieder abgeschmiert. Ja. Folge ist flöten gegangen ohne uns. Tüdelü. Tüdelü. Tata. Flöten. Du brauchst gerade kein Feuer, Bocke. Es ist doch immer schön, Feuer zu haben in der Hand. Vorsichtsam, immer mit der Kerze rumlaufen. Ja, wir waren dabei, das Boot zu suchen. Ja. Denn wir haben ja einen Hinweis bekommen von wegen Boot geradeaus, links, rechts. Beim Baum hinten links sozusagen. Schräg links dann noch dabei und dann sind wir da, wo wir sein wollen. Wenn du reinkommst, genau. Links. Ihr genau. Habt auch nichts verpasst, also wir haben jetzt nichts gefunden oder so, es ist einfach zwischendurch leider kapeister gegangen. Bei der Kreuzung rechts dann so, ne? Spiel kaputt. Ist einfach abgekackt. Ja, ach nee, wir müssen unten raus, ne? Ich weiß nicht, wo wir raus müssen. Ich mach mal nochmal eben hier Moment, Quatsch. Ach so. Alles klar. Genau, meine Axt und den, hier die kleine Axt in den Rucksack, die große raus, weil die ist mir echt zu langsam. Genau, ich komme, glaube ich, mit der kleinen Axt besser klar. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich gucke mir das nochmal an. Mit der kleinen Axt kann man zwar nicht so geil blocken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir irgendwie, weiß ich auch nicht. Also mit der großen komme ich nicht zurecht. Ist legitim. Ja. Du. Du bist wie Watson von Sherlock Holmes, Himmel noch eins. Obwohl, dann müsstest du das auch so machen, dass du jetzt hier stehen bleibst und wenn ich jetzt zurückgehe, so, und mich umdrehe und dann wieder gucke, musst du direkt hinter mir stehen. Warum? Naja, fast. Irgendwas plus ja, komm, ich Speed ein bisschen Plane Zeit. X? Was kann ich, was muss ich, ach, da brauche ich mehr Federn für, ne? Dann kann ich da noch Speed addieren. Kann man je genug Federn haben, Wocke. Okay. Wocke nicht. Ich kann nicht genug Federn haben. Wo seid ihr denn schon wieder? Da. Wir warten auf dich. Ja, ja. Alles wartet wie immer nur auf mich. Ich weiß. Natürlich. Ich komme ja schon. Ja, ja. Lalalala. Die Blondine mit der dunklen Stimme. Ja. Falsches Spiel. Wieso? Ach, ich bin ja gar nicht blond. Weil du nicht blond bist. Genau. Und ich bin überhaupt keine Frau. Was ist eigentlich los? Hier bist du der dunkelhaarige Strubbel. Da ist ein da sind... ihr süßen Fratze. Ich sehe nur einen. Das sind zwei. Einer hat eine Fackel. Ja. Und der läuft weg. Boah, Junge. Ach, ihr seid da vorne. Diese weiße Schrift geht im Himmel total unter. Na, willst du deinem Kumpel nicht helfen kommen? Oh, wow. Er kommt. Ich sehe schon. Hack. Oh, das ist eine Ela. Ja, mich nicht hacken, bitte. Mich nicht. Hast du gerade einen Molotow geschmissen? Nee, das ist eine Fackel gewesen. Ach so. Ja, dann... He has had a Fackel. Okay. Da kommt er wieder angaloppiert. Na, Schnuckiputzi? Komm, putz. Vorbeigehüpft. No! Das sollten wir lassen. ich glaube, ich habe dir gerade ins Bein gehabt. Achtung, von hinten. Ja, mit der Fackel. Gut, oh, da. So. Ich hab dem Typen in den Schritt geschossen. Au. Deshalb läuft er jetzt auch weg. Ah, nee, den Weißen hier, den meine ich. Ja, ja. Ich bewundere so viel, sagen wir mal, Willenskraft, dass er noch laufen kann. Guck mal, der hält sich sogar den Schritt vor Schmerz. Ach nee, der andere war das, ne? Die sind doch wem hast du jetzt den Schritt geschlossen? Die sind doch eh alle geschlossen. Die sind doch eh alle geschlechtsfrei. Wem hast du den Schritt geschlossen? Dem hier, der hier liegt. Bei mir hält er sich den Schritt sogar. Bei mir nicht. Ja, siehst du? Mein Spiel passt sich an. Oh, hinter uns sind nochmal drei. Oha. Dann komm angerannt.
Ach, die machen auch Stress. Wir wollen jetzt ein Boot suchen und uns nicht mit euch prügeln. Mensch. Komm nicht gerannt, die gehen. Los, wir gehen das Boot suchen. Genau. Wir laufen auf, einfach. Auf und davon. Wandersleute sind hier. Fallerie, Fallera. Was? Taramtata, Taramtata. Hi ho. Brödesmör, Wömse, Brüms. Richtig, der Begriff, den Google nicht findet. Ja. Ja. Brödesmör, Wömse, Brüms. Wundert mich eigentlich, dass es nicht mal sowas wie gutefrage.de oder so gibt, wo genau. mich jemand gefragt hat, was das heißt. Bedeutet eigentlich Brödesmö, Wömse, Bröms? Da kann man ja jetzt im Prinzip auch alles nehmen, ne? Ja. Wie Mfpritzen und so. Aber ich wette, Mfpritzen wird gefunden, wenn du es googelst. Meinst du, ja? Ja, und zwar in Verbindung mit diesem bescheuerten Witz. Nenne mir ein Wort, das mit Mf anfängt und mit Pritzen aufhört. Mfpritzen. Richtig. Wo seid ihr hin? Hinter dir? Hier. Ja. Gehen wir jetzt hier richtig, ja? GEMA. Keine Ahnung. GEMA, okay. Ha, 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 ha. Die GEMA, ja. Ja, die kann auch mal gehen. Genau. Ein Lizard. Lurch! Ich brauche deine Haut, tut mir echt leid. Ist ein Lurch auf was? Kann jemand den mitnehmen? Ich glaube, ich habe keinen Platz. Ich habe auch keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ismo? Weiß ich noch nicht. Guck mal hier. Ich habe selber einen gefunden. Okay, ja, vielleicht kannst du ja meinen trotzdem noch mitnehmen. Wo ist denn der? Ja, hier, da irgendwo im Gebüsch liegt der rum. Can't carry more lizards. Oder nicht? Wo hat er den denn hingeschmissen? Nö, hier ist nur noch sein Kopf übrig geblieben vom Lizard. Komisch, weil eigentlich stand da, ich kann keinen mehr tragen. So, das wollte ich machen, genau. Ja. Ich habe mir direkt mal das Blut abgewaschen. Oh mein Gott. Dass ich hier noch eine Infektion bekomme. Ach ja, das geht ja auch. Aloe. Ja, es geht auch ganz schnell. Wahrscheinlich habe ich schon eine. Machen wir wieder Badeurlaub hier, oder was? Nicht. Ich weiß nicht. Ich frage euch. Wo kann man sehen, ob man infiziert ist? Wo war das? Auf I und was? In deinem Status. Nee, B. Und dann da, wo das das Häkchen ist. Nein, nicht das Häkchen. Neben dem Häkchen. Das Männchen. Sanity, Health, they survive, currently feeling good. Okay. Ja, dann Armor bist du 10%, nicht Cold Armor, nix. Du hast nur 10% Armor? Ja. Du arme Sau, du. Ich habe... Warum? Brauche ich mehr? Ich habe 120% Armor. Vogel. Naja, idealerweise machst du die ganze Leiste voll mit Armor. Ja. So viel habe ich doch gar nicht. Und damit meinen wir nicht den Liebesgott. Vogel. Zu weit weg. Nochmal. Vogel. Ah, Federn. Vogel. 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 Nee. Das war Bambi, nicht behindert. Was? Was? Ich war behindert. Ja. Ich bin nicht Bambi. Das hörte sich eher nach Sprachbehinderung an. Ja. Ja, das wollte ich auch erreichen. Genau. Okay. Das war eher betrunken. Ach so. Ja, das lasse ich auch gerne. Vogel. Wen von euch drei soll ich jetzt fangen? Genau. Hat denn überhaupt irgendjemand eine Ahnung, wo wir hingehen? Nein. Nö. Gut. Ah, verdammt nochmal. Doch, wir gehen zum Strand, ne? Wait for me. Ja, wir suchen den Strand ja vergeblich jedes Mal. Naja, hier geradeaus. Irgendwo muss der ja sein. Ja, ist doch klar. Ach nee, dann müssen wir hier um den Berg rum. Warte mal, müssen wir hier auf der anderen Seite. Nach rechts sind wir doch schon gegangen. Ja, wir müssen nach links hier, aber auf der anderen Seite. Also hier Berge durch, hier Steine und so. Ich muss auch die schnellere Axt wieder nehmen, glaube ich. Mir entkommen die ganzen Lizards. Ja, das geht nicht. Ah. Ja, das geht nicht. Was macht ihr denn da jetzt? Ja, ich weiß nicht. Strand. Ich folge Wocke. Wir wollen doch zum Strand, oder nicht? Weißt du, jedes Mal, wenn ich denke, so, jetzt habe ich sie, seid ihr wieder weg? Ja. Im Notfall immer da, wo du nicht hinläufst. Ja, genau, danke. Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, sagt doch einfach. Schade, dass ich der Host bin, wa? Verdammt. Nur deshalb habt ihr mich doch dabei. Genau. Wir nutzen dich nur aus. Ja. Wir benutzen typisch, dich. Typisch. Moment, das kam jetzt falsch rüber. Ja. Kurz nachdenken. Für alle Fetischisten unter euch. In diesem Spiel wird man benutzt. Durch und durch. Niederträchtig. Und dann weggeworfen wie ein gebrauchtes Taschentuch. Genau. Ausgewrungen wie ein alter Waschlappen und liegen gelassen. Genau. Wahlweise fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Genau. Hat noch jemand irgendeinen schönen Vergleich? Und dann auf den Kompost gelagert, bis man verschimmelt. Hm. Und dann zu Erde wird.
Oh, das war ja schon fast philosophisch. Ja. Wunderschön. Toll. Wir haben ein Dorf von denen gefunden. Jetzt sind wir aber schon wieder, jetzt sind wir schon wieder landeinwärts hier unterwegs, oder nee, was? Nee, hier stand gleich. Da, hier links ist ja immer noch der Teich. Na gut. Wir haben hier einen Dorf gefunden. Einen Dorf gefunden mit zwei Hütten. Guck mal, und da hinten ist doch schon eine rote Fahne. Mach's kaputt. Das heißt, da waren wir doch schon mal. Da waren wir schon. Und wenn wir dem Fluss folgen, dann kommen wir mit Sicherheit zum Strand, weil Flüsse fließen ja immer ins Meer, wie wir alle wissen. Wer weiß, vielleicht fließen Flüsse hier auch anders und rückwärts. Hier fließen sie bergauf, genau. Und rückwärts. Weil das sind eingeborene Flüsse, die fließen bergauf. Ja. Genau. Beweise mir das Gegenteil. ja. Und jetzt nur den Wockeskopf. Verdammt. Düdüm. Ich glaube auch an das fliegende Spaghetti-Monster. Was? Hm? Ich unterliege dem Glauben der heiligen Frikadelle. Auch gut. Schmeckt sogar noch besser vielleicht. Ja. Wollen wir mal nicht hier lang gehen? Wo lang? Da oben? Nö. Oh. Aber ich habe hier gerade was ganz Tolles gefunden. Was denn? Ach ja? Ja. Was denn? Das sagt er doch jetzt nur, damit wir kommen. Und verdammt, es funktioniert. Ja. Ich glaube es fast. Aber du wirst lachen. Ich habe auch was Tolles gefunden. Wirklich? Ja, eine Höhle, in der wir schon waren. Ja, die kennen wir schon. Nee, Buß. Und was zum Angucken. Was zum Angucken? Ja. Das zum Angucken? Schmuddelhäfchen. Ein Jesuskreuz. Warum? Das ist ja fast das Gleiche. Der ist auch halbnackt. Das ist Christenporno. Na, was ist denn jetzt hier das Tolle? Hier ist doch gar nichts toll. Nein, hier ist... Toll. Ja. Nee, nicht toll. Ich vertraue hier nie wieder. Hört euch noch, hier ist wirklich Buß ohne Ende. Alter, wie geil. Boze. Moment mal kurz, ich will auch mal eben die Axt austauschen hier. Weißt du, da freut man sich total über die neue Axt und dann ist sie doch eher kacke. Wollt euch doch nur dazu bringen, mir zu folgen. Ja. Und für nichts und wieder nichts, weil ich sehe den Strand da vorne schon und ich laufe da jetzt hin, haha. Oh, hier ist ein Waschbär. Ich sehe den Strand auch. Der ist ja süß. Und wetten, ich bin Erster am Boot? Gibt es einen Preis, wenn man Erster ist? Nö. Dann ist es mir egal. Hase. Sind die weißen Bären gut oder böse? Böse. Böse. Okay. Alles ist böse bis auf blau. Gelber Schnee ist bäh. Das sowieso. Das weiß ich schon. Aber jetzt laufen wir gerade wieder am falschen Strand lang. Das ist der nachher zu dem Gletscher führt, wo nichts mehr war. Ist das so? Ja. Warum? Weil ist so. Hm. Komm mal da nach vorne und guck mal nach links, wenn du da am Berg vorbei bist. Huhahaha, ihr seid falsch gelaufen. Was heißt hier? Aber, das heißt, hier ist Ende wirklich? Wir haben noch unsere Map. Ja, haben wir. Sollten wir mal benutzen vielleicht. Ja, Map. Ja, wir sind wieder am Rand, siehst du? Ja, also Bullshit. Wir wollen noch zum Strand. Das heißt, wir müssen jetzt scharf links. Genau in die andere Richtung im Endeffekt. Genau. Und da. Ich glaube, Ismo ist gar nicht so schlecht unterwegs da hinten. An den Strand. Ich glaube schon, dass Ismo schlecht unterwegs ist, weil Ismo läuft nach rechts. Glaube ich nicht. Wir müssen nach links. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht so trennen. Das ist doch total doof. Also, wenn wir an der Waterkant sind, nach links. Und das ist definitiv die Richtung, in die ich laufe. Aha, blöder Lizard. Jeder will recht haben hier. Schlimme ich halte mich in der Mitte. Ich bin da ganz neutral. Ich bleibe hier einfach stehen, bis ich verhungert bin. Genau. Ich habe noch ein bisschen Essen in der Tasche, das dauert einen Moment. Hä? Was? Ich bin gerade vom Berg gefallen und habe mir ganz doll wehgetan. Okay. Bist rausgebackt? Nee. Einfach runtergestolpert. Das ist ja wie im echten Leben. So, also ich gehe laut Karte wieder in die Karte rein und gehe zum Strand. Nein. Doch. Oh. Ja, also meine Richtung. Oh, verdammt. Ja, ich laufe gerade Richtung Wocke. Was denn? Ich habe eine Höhle gefunden, glaube ich. Oh. Ja, dann stell da eine Markierung hin. Fertig ist. Oder? Ach nee, ist da noch so, oder? Wo ist? Auf jeden Fall sollten wir uns mal wieder zusammentun. Ja, ich laufe auch langsam. Das ist doch ein LPT und nicht ein LP getrennt. LP getrennt T. Ja. Ein LPEFIO. Okay. Was ist EFIO? Let's Play, einer für... Nee, E-On...
Was? IO. Nein, EOIO. So. Ein LPT-EOIO. So ist richtig. Ein Let's Play Together. Together, everybody on its own. Ah ja, wow. That makes sense, man. Yes. Er knurrt mich an. Scheiß die Wand an. Er knurrt mich an. Ich bringe zu essen. Was? Ja, ich komme zurück. Ja. Ich bin jetzt gerade zu dir gekommen und du rennst weg. Was ist das für eine Scheiße? Wo bist du? Ach, da. Okay, ich habe gesagt, du sollst zurückknurren, nicht wegrennen. Ach so. Ich sehe dich nur wegsprinten. So. Tschüss. Ja, da war gerade eine Horde von Ureinwohnern um der Ecke. Da kommen sie angelaufen. Ja, sollen sie doch. Kriegen sie das aufs Maul. Sie fertig. Ja, das waren aber gerade ziemlich viele. Machen wir fertig, Leute. Eins, zwei, ich drei. Ich sehe drei. Ja, da kommen noch mehr. Das waren fünf gerade. Ansonsten haben wir auch ein paar Mollys dabei und so, ne? So, ich guck mal, was die beiden hier so treiben. Wow, aua. Aua! That hurts, du Arsch! Wow, die werfen mit Feuer, pass auf! Die werfen wirklich mit Molotow-Cocktails. Au! Kein Witz. Der hatte gerade einen Zahn. Au. Stirb. Der haut mich. Arschloch. Wo ist er hin? Eli kommt zu dir gerannt. Genau. Ja. Ich hack mal ein bisschen Baum. Hack Baum. Oh, der hat Zähne verloren. Jetzt sind sie weg, schade. Da ist noch einer. Ah, hab ich ihn gekriegt? Ja. Nack. Feigling. Ich muss mir angewöhnen, schnell auf den Bogen zu wechseln. Ist ja alles gut gegangen. Guck mal, und der Ismo ist jetzt auch wieder da. Ja. Ja, ich muss mal eben Medizin nehmen. Jetzt sind wir da oben. Das kann ist ja gar nicht Alternative so verkehrt. Ich muss baden. Warte mal, can be used in crafting. Da, can be combined with aloe vera to make medicine? Nee, ich will ja. Chicory, Coneflower. Was kann ich denn hier kombinieren? Mit also, wenn du Medizin herstellen willst, brauchst du, glaube ich, Aloe. Ja. Und Marigold. War denn das? Coneflower geht nicht. Da, Health Blend oder Super Health Blend. Also ja. Marigold und Aloe oder Marigold, Aloe und Coneflower. Ja, genau. Ja. Hat er völlig recht. Aloe und Coneflower, genau. Zack. Das haben wir. Marigold, Aloe und Coneflower. Okay. Ja. Ich sag ja, du brauchst mehr Armor. Ja, ja. Ja. Unbedingt. Aber hey, er ist nicht zu Boden gegangen. Den Armor haben sie mir gerade weggehauen. So. Ja, hättest du noch was übrig. Hier ist ein Lizard. Map. Klatsch da, bitteschön. Map. Guck mal, das wäre ein richtig romantischer Sonnenuntergang, wenn nicht diese blöden Symbole überall wären, die wir da gesetzt haben. Was denn? Lizard für dich mit Haut. Oh ja, danke schön. So romantisch. Ja, ich habe ja Lizard-Dings hier in meinem Dings. Also Bums. Also. Ach so, ja, Lizard-Dings in deinem Dings. Ich habe Dings in meinem Bums. Ja, die musst du anlegen in der Tasche. Where, so, ja. Alles gut. Trinken. Blopp, fertig. Ja, aber wo ist denn jetzt dein versprochener Strand? Medizin, zack. Ja, weiter geradeaus hier, hoch, berghoch. Wird ja langsam dunkel hier, wa? Ja. Okay. Ja, ist dann so. Oh, da ist schon wieder einer. Das ist der, den wir vorhin verprügelt haben. Wo geht ihr denn jetzt schon wieder hin? Komm her. Eingeborener verprügeln. Flock. Ohne mich? Das war's. Ach, jetzt hat er doch noch sein Fett weggekriegt. Na gut. Ja. So. Und weiter in diese Richtung laufen. Wir haben doch auch eigentlich einen Kompass. Wieso benutzen wir den nicht? Das ist eine echt gute Frage. Wir können auf die Karte gucken. Sehen wir ja. Einfach hier in diese Richtung laufen, dann kommen wir unweigerlich zum Strand. Oh, Junge! Was? Ich dreh mich nach rechts, wirft da einer mit einer Fackel. Nee, lustig. Der wirft mit Mollys. Der splittert auf Glas, wenn er das geworfen hat. Entschuldigung. Nein. Der zündet einen Tennisball an. Und wir stehen dann. Und warum klirrt das dann? Weil das du brennst. Weil das ein Alpha-Game. Ja, was soll ich machen? Mich hinlegen? Nee, ins Feuer. Ins Wasser rennen. Ins Wasser. Ins Feuer. Jetzt ich brenne. Wo soll ich hinrennen? Nein, ins Feuer. Ist er tot? Er ist tot. Okay. Jetzt brennst du ja schon nicht mehr. Hat sich von alleine erledigt. Ja. So. Bambi, stirb. Ich rüste mal eben meinen Pika aus hier.
Schade, dass man an der Axt nicht sieht, dass man die Zähne dran hat. Es kommt immer darauf an, wo du sie hinpackst. Ja, ich weiß. Aber so, genau. Und jetzt hier, oh, hier runter. Ja, nicht runterjumpen. Hier hinten geht es sanft hinab. Genau. Und da unten ist auch schon Küste, Popüste. Sanftem Gefälle. Ja. Kroki. Was ist Kroki? Pass bloß auf. Mistviech, ich lauf weg. Die tun echt weh. Das ist richtig. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die lohnen sich total, dass man die jetzt unbedingt klatschen muss oder so. Ja, nö. Ich bin auch nur ein Häutchen von. Ich höre sie grunzen und schreien. Ja, ich auch. Da vorne sind sie auch schon. Und da hinten sehe ich einen stehen. Was trinken. So. Ja. Jetzt rennen da weg. Dann tun wir ihnen weh. Der war wohl alleine. Da unten am Strand. Oh Gott, hier unten am Strand stehen 5 Stück. Ah, Krokodil. Die machen wir so fertig, die Viecher. Das sind ja nur Gollums, die können ja nichts. Die können hüpfen. Na? Da guckst du, ne? Mein Gesicht ist hübscher als deins. Das ist ja auch nicht schwer. Na, danke. Nein, also... Oh Gott, ich muss weg. Ich wurde gerade von einem Krokodil gebissen. Na, schön. Na, na. Ja, vor allem, weil meine Rüstung jetzt weg ist. So komplett weg. Das ist schon uncool. Diese Krokodile sind echt ein Krampf. Ja. Oh, da ist ja noch eins. Ach du Scheiße. Oh Gott, und da ist noch eins. Heilige Scheiße. Wie viele Krokodile sind denn hier? So, einen habe ich tot gepiekt. Küste ist doof. Warum? Weil ja, wir müssen nur wieder hoch hier, ne? Also, unten am Strand ist Assi. Da sind zu viele Krokis. Ja, hier ist schon wieder eins. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, deswegen... Lass mich bloß in Ruhe. Einfach jetzt hier hinten... da steht auch eine weiße Flagge und so ein Hammer. Ich glaube, da ist die Küste. Da müssen wir ja schon mal gewesen sein, oder nicht? Haben wir uns da eine Markierung gemacht an der Küste? Ich weiß bestimmt. Es nicht. Ja, sag das nicht. Wow! Da. Wo? Das da weiß unten. Man ja immer nicht so genau. Da ja, da unten. Ja, dann sollen sie hochkommen, wenn sie Stress wollen. Pieks. Oh, aua. Hauptsache, man sticht den immer genau ins Gemächt. Also ganz ehrlich, mit dem Pika mache ich mehr Schaden als mit der Axt. Weil du mit der Axt nicht umgehen kannst. Achtung, Kroki, im Anmarsch. Hue. Aua. Fuck, der hat mich fast umgebracht. Hack. Oh, noch ein Kroki. Ja. Alter. Was geht denn hier? Mann, ey. Ich hasse sie. Dann los bei den Viechern. Da kommt eins. Wocke, pass auf, pass auf, pass auf. Au. Lass uns bloß hier abhauen. Vor allem, wie bösartig sich das anhört, wenn die zuschnappen. Ja, und wie leise die sich anschleichen. Ah, ja. Es ist ja lebensgefährlich hier. Ja, aber hallo. Survival in seiner pursten Form. Ja. Survival. Player versus Alligator. Ja, Survival. Das ist ein See, sehe ich das richtig? Das siehst du so richtig. Cool. Yeah, und weißt du, was toll ist? Wir sind schon fast wieder zu Hause. Ja. Was? Wir sind nämlich im Kreis gelaufen. Da drüben ist unser Krater und ja, aber hier, ist doch, aber hier fängt doch die Küste an. Nein, tut sie nicht. Guck doch mal, da drüben ist das Loch und dahinter ist unser Haus. Ja, aber da die Küste ist doch jetzt, wenn wir nach rechts laufen. Dann kommt doch die Küste. Ja, dann komm. Also jetzt hier an dem Dings entlang laufen. Wir machen echt sinnlose Ausflüge. Na, wir wollten doch zu dem Strand, wo das Boot ist, oder nicht? Ja, aber dann hätten wir auch gleich hier lang laufen können. Du sagtest doch nach rechts. Dann gehst du nach links. Ja, richtig. Warum? Okay, aber ich bin das Weißbrot, weißt du? Ela ist auf jeden Fall voll Blut. Ja? Ela ja. ist Vollblut-Survivor. Also ja. bei mir bin ich nicht voll Blut. Das siehst wieder nur du. Dafür hast du Blut am Popo. Ja, du ja auch. Ach so. Passiert. Alter, Karte. So. Ja, haben wir auch schon so mal. Ist richtig. Genau, und ich meine da, wo die Häuser stehen, irgendwie... Ja genau, hier ist doch ein Shelter. Und wenn wir jetzt hier den... Das ist von Ismo und mir.
ganz vom Anfang. Und wenn wir als jetzt du noch nicht dabei warst. Genau, wenn wir jetzt hier. Wir können hier ja mal sleepen. Wenn wir hier wer den ist dafür? Sleepen? Dann wird Tag, ne? Ja. Dann wird Tag und wir müssen wieder was essen und trinken, ja. Lol. Muss ich sowieso. Ja, dann. Schlieb. Z. Zack. Und es wurde Tag. Hauptsache, du kriegst die ganzen Stöcker ins Gesicht. Gutes Timing, direkt im Morgengrauen. So, und wenn wir jetzt loslaufen hier am Seeufer entlang, dann kommt doch da hinten der Strand, oder nicht? Der Strand? Strand. Der Strand. Yes, yo. Keine Ahnung, ich vertraue euch mal. Ja. Ich vertraue Wocke. Ja, es hat ja eben schon super funktioniert. Ja, was denn? Haben wir uns verlaufen oder nicht? Wir sind wieder nach Hause gelaufen. Nein, sind wir nicht. Doch, irgendwie schon. Da hinten sind doch mal Ureinwohner. Jetzt lenk mich vom Thema ab. Ja, da sind Ureinwohner. So, und hier ist Strand oder was? Ist hier Strand oder ist hier Strand? Nee, hier ist kein Strand. Doch, da ist Strand. Nächstes Mal gehen wir einfach gleich hier lang. Ja, und hier ist auch richtig. Da müssen wir nämlich lang. Und da hinten rum und so. Wo ja, da hinten rum? Rechts oder links rum? Links, rum? Also in die Richtung weitergehen hier. Das ist doch jetzt richtig, oder nicht? Nee, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal davon aus, weil Map ja, auf. Ja, ist es. Wir gucken jetzt mal kollektiv auf die Map. Da hinten ist übrigens eine Insel eingekreist, ne? Ja, ist so. Ist die Frage, ist das die im, liegt die also im Wasser so und so? Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Davon gehe ich aus. Sollen wir da hier mal hin? Ist bestimmt da hinten. Siehst du auch von hier. Guck mal, stell dich mal hier hin, wo ich stehe. Ja, ja. Die siehst du da hinten. Aber das ist nicht die Insel, ne? Weil wenn ihr euch mal, wenn ihr die Karte habt und euch bewegt, dann bewegt sich der rote Pin weg von dieser Insel, also. Also Moment. Wir gehen ja jetzt. Stimmt, das muss da hinten sein. Wo ist denn der Kompass? Warte mal, ich nehme mal den Kompass jetzt hier. So, equip. Zack. So, und der Kompass zeigt mir. Nee, er hat recht, das ist da. Wo ich jetzt hingucke, ist Norden. Ja. So. Die Insel ist da, wo ich jetzt hingucke, da oben. Genau, im Norden. Also ist es keine Insel, sondern ein Felsen oder so. Ja, keine Ahnung, aber es ist eingekreist. Also, ja. Es ist eine Höhle oder was? Maybe. Da ist ja auch noch keine Markierung. Sollen wir mal zu diesem Eingekreisten gehen? Wollen wir nicht jetzt erstmal das Boot suchen? Da kommt ein Ureinwohner. Wollen wir uns jetzt nicht erstmal verteidigen? Ja, das auch. Aber wollen wir dann nicht endlich erstmal das Boot suchen, ja, was wir ja schon vorhatten? Aber wenn wir jetzt schon mal gerade hier in der Ecke sind, dann macht es doch vielleicht Sinn, einfach da eine Markierung hinzusetzen. Weil es ist ja nicht mehr weit. Das weißt du ja gar nicht. Naja, auf der Karte ist das nicht so weit. Zwei Katzenfälle. Wie geil das aussieht. Rocky mit seinem Piekser mit diesem Kompass in der Hand. Wo piekt ihn jetzt? In Norden? Süden? Wow, nicht mich bitte. So. I am jetzt peaking in the very north. Baden. Ach ja, ja baden. So. Da kommt wieder einer. Kommt noch einer. So, also nochmal. Wenn wir jetzt nach Norden laufen. Das ist ja echt hübsch angemalt. Aber so weit ist das doch gar nicht bis da hoch. Das kann nicht weit sein. Au. Jetzt muss jemand übernehmen. Ich bin halb tot. Ich muss mal was essen. Das kann nicht so weit sein. Das kann wirklich nicht weit sein. Essen. Eat und drink. So, Hack. Ja, dann. So, ich bin wieder voller Blut. Ja, einigen Sie sich bitte, meine Herren. Theoretisch. So. Also das kann nicht weit sein. Theoretisch bin ich jetzt hier. So, Moment, hier ist kurz. Eine Höhle. Ups. Aha, dann setz doch da mal eine Markierung. Will da eigentlich mal reingehen? Oder sollen wir da rein? Dann sind wir ja schon ich wieder in der Höhle. Mich. Ah, ist schon wieder was. Irgendwo einer. Kommt vom Strand. Ah ja. Dann lasse ich ihn mal weiß, weil wir hier noch nicht da sind. Genau. Hier, guck mal, solange er sich auf mich konzentriert, hackst du ihn. Ja, genau. Achtung! So, der ist down. Da hat schon wieder einer geworfen. Ja. Der da. Und er hat Wocke getroffen. Muha. Natürlich. Wen sonst? Ja. So. Schrei nicht so rum. Lauf ins Wasser, du Honk. Und er säufe. So, jetzt Boot, Strand. So, weiter geht's im Text. Ja. Meine Lieben.
Bedeutet, wir gehen jetzt... Kommt bitte mal zu mir und speichert eine Runde. Ach so. Denn wir müssen mal ein Päuschen Da schreit schon wieder einer, es kommt jemand zu dir, Ela. Das ist ja toll. Das sind ja nur Gott. 5 Typen oder 6. Und oh Alter. Gott, es ist ein riesiger Typ dabei. Was? Ein Armsi, da ist ein Armsi. Und ja, hinten kommt noch ein Muschiklaus. Auch noch. Ach du Scheiße. Oh oh, Höhle? Das sind sogar 2 Armsis. Sollen wir in die Höhle gehen? Höhle. Ja, hier geradeaus. Zur weißen Fackel, richtig? Ja, genau. Fahne. Lauf! Lauf! Scheiße. Irgendwas hat gerade gekritzelt. New Item added to To-Do-List. Ja. Bei mir auch ganz oft. Okay. Was ist denn das für eine Höhle hier? Eine mit vielen Leichen drin. Passengers angucken. Jason Cave. Passenger hier sind ganz viele Coins oder so. Ja, ah. Münzen. Oh oh. Das heißt liebe Leute. Gutes. Ja. Lasst uns jetzt mal dann hier ein Shelter hinstellen und hier einfach mal beijern. Ja. Baut mal mit. Ich hab nämlich nicht genug Stöcker. Ja, auch nicht. Ich hab glaube ich noch Stöcke. Moment. Dann hauen sie sie da rein, bitte. Die lassen da ja schon so ein bisschen aus, ne? So. Und jetzt einmal speichern. Ja. Beziehungsweise können wir uns ja vorher einmal kurz verabschieden. Ja. Bis gleich. Was passiert in der nächsten Folge? Werden wir da draußen Muschiklaus und seine Freunde umklatschen oder erwartet uns hier drin noch was viel Schlimmeres? Wir werden es in Erfahrung bringen in der nächsten Folge. Deswegen schaltet wieder ein, wenn es heißt Ela, Ismo und Wocke randalieren in the Forest. Bis dahin, macht's gut. Und verirren sich. Tschüss. Ja, tschüss. So, weil jetzt speichern wir einmal und starten neu. Genau. Ja. Tschüss.